Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine neueste Bestellung, die ich gerade abgeholt habe. Und zwar bei Feuerwerk Hannover mal wieder. Ist ja ein reiner Abholshop. Und da habe ich richtig geile neue Sachen geholt, unter anderem. Und die möchte ich euch gerne jetzt mal zeigen. So, lasst euch von dem großen Karton nicht verwirren. So viel ist es jetzt auch nicht. Also es ist nicht der ganze Karton. Er ist nicht randvoll. Aber es sind trotzdem geile Sachen drin und die zeige ich euch jetzt. So, dann fangen wir mal an. Erste Neuheit. Wunderschön. Sehr geil. Die niegelnagelneuen Lilliput-Raketen von Funke. Sehr geil. Freue ich mich drauf. Die haben. Wie viel haben die? Steht es irgendwo? Mal gucken. Da. Nee. Ich glaube 8 Gramm. Da steht es, genau. NEC 8 Gramm. Sehr geil. Habe ich schon ein paar Videos von gesehen. 10 Stück sind drin. Preis 6,99. Denke ich mal, kann man sich gönnen, ne? Sehr geile Teile. Da freue ich mich drauf. So, ich lege einfach die Sachen hier mal rüber. So, nächstes Stück. Auch wieder Raketen. Auch Neuheit. Von Argento. Sehr, sehr geil. Das ist das Sortiment mit zwei verschiedenen Größen von diesen Shell Rockets. Einmal 34 mm und 38 mm. Das sind fünf 38er und vier 34 mm Dinger. Und ja, da freue ich mich auch drauf, die dann mal irgendwann zu zünden. Die 34 mm haben ungefähr 18 Gramm NEM und die 38 mm haben die vollen 20 Gramm NEM pro Stück. Ja, das habe ich schon mal nachgelesen, dass man das hier hinten noch lesen kann. Nee, hier steht nur die Gesamt-NEM, aber zumindest mal die Rückseite gesehen. Sehr geil. Also da freue ich mich wirklich drauf. Tolle Neuheit. So, sind die verschiedenen Effekte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles klar. So, dann machen wir mal weiter. So, was haben wir noch Geiles? Noch eine Neuheit. In F1 allerdings. Die Funke Silbertürme. Da bin ich auch sehr gespannt. Was die Teile so drauf haben. Da werde ich jetzt die nächsten Tage mal ein Video zu drehen. Das kommt dann auch demnächst auf meinem Kanal natürlich. Genau, ist ein F1, ein Artikel. Silberfontänen 5 in Rot, 5 in Grün. Und ich glaube 7,5 Gramm. Ja, 75 Gramm die gesamte Packung. 7,5 Gramm pro Stück. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was die Teile drauf haben. Jo. Dann habe ich mir geholt nochmal ein Päckchen Honey Badger. Ist ja schon bekannt, aber ich wollte nochmal eine Packung haben, vorsichtshalber auf Reserve, ne? Und dann geht es weiter hier unten. Genau, noch ein F1-Artikel. Habe ich auch für meine Tochter geholt. Bengalische Fackeln. Von Nico, logischerweise in F1. Also wie gesagt, bei Feuerwerk Hannover gibt es viele solcher F1-Artikel, die man dann auch einfach so mitnehmen kann. Unterm Jahr, logischerweise. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, da mal vorbeizugucken. So, dann gucken wir mal weiter. So, ich musste einen kurzen Cut machen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Also die habe ich mir ja auch schon mal geholt vor ein paar Monaten. Aber ich wollte noch eine auf Reserve haben. Also die Retro Collection von Fire Event ist ja bekannt. Einfach noch, um halt nochmal eine auf Reserve zu haben. Man weiß ja nicht, wie es sich bis zum Jahresende weiterentwickelt. Sieht ja mit Retro-Böllern dieses Jahr nicht so geil aus. Deswegen habe ich mir den nochmal geholt. So, dann jetzt kommen wir zum letzten Artikel. Der mich persönlich sehr überrascht hat.
Und zwar hatte er heute wieder Funkeböller da. Das sind die A-Böller. Da habe ich noch nicht so viele von. Da habe ich mir noch mal 3 Päckchen geholt. Die hatte er jetzt neu heute da. Also A-Böller hatte er da, dann B-Böller hatte er wieder da. Überraschenderweise auch D-Böller hatte er auch wieder da. Alles in P1 logischerweise. Und er hatte sogar, ob sie dann noch gibt, wenn dieses Video veröffentlicht wird, weiß ich nicht. Das kommt ja erst nächste Woche. Er hatte sogar Super Böller 2 da. Allerdings nicht die 17B-Charge, sondern die aus 2017. Wie gesagt, wer noch Funke Böller braucht, kann bei Feuerwerk Hannover noch welche bekommen. Keine Garantie, dass die Sachen dann noch da sind, wenn ihr dieses Video schaut. Aber vielleicht habt ihr ja Glück. Es ist, wie gesagt, ein reiner Abholshop. Und im Online-Shop sind die Böller jetzt auch wieder freigeschaltet. Also wer noch Funke Böller braucht, kann da auf jeden Fall mal reingucken in den Online-Shop. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Und vielleicht habt ihr Glück und ihr bekommt noch welche. Ich habe mir 3 Päckchen geholt. So, ne? Das sind auch die letzten Artikel, die ich euch noch zeigen wollte. Und ja, auf jeden Fall finde ich, sind da echt tolle Sachen dabei. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.